Hast du es schon mal mit den Pilzen versucht? Ja, das probieren wir jetzt gleich. Aber zuerst sammeln wir da das Ganze ein. Übrigens, wenn man ein Power-Up hat, dann kriegt man für alles, was man tut, die doppelte Punktzahl. Also würde ich sagen, würde ich euch raten, immer wenn ihr Dinge einsammelt. Das Überleben aller Völker hängt davon ab. Also, ja, da oben klebt wieder so ein Vieh. Ja, ich würde euch raten, wenn viele Kristalle neben so einer Dose sind, dann würde ich zuerst die Dose nehmen und dann die Kristalle einsammeln. So, wie viele Punkte haben wir diesmal? Was, nur 60%? Okay, ich habe irgendwas übersehen und ich habe keine Ahnung was. Ich hoffe, ich schaffe den Grinsen Murphy, weil das wäre sonst peinlich. Okay. Zuerst müssen wir da runter. Oh, da ist Klobox. Oh mein Gott, das ist gar nicht Klobox. So. Und wir haben eine neue Dose. Wieder mit dem Seven Power-Up. Andere Power-Ups gibt es dann in späteren Levels. So. Okay, wir gehen mal rauf da. Um diesen Pilz da, nein, diese Steinplatte da runter zu drehen. Boing. So. Okay, bei diesen Dingen seht ihr, das ist so eine Art Karotte davon. Da müsst ihr langsam hingehen. Und dann bekommt ihr 250 Bonuspunkte. Ihr seht, jetzt bekomme ich 250 Punkte und er fliegt fröhlich weg. Wenn ihr zu schnell hingeht, dann verschwindet es und kommt nie wieder, bis ihr das Level neu startet. Okay, ist egal. Das sieht pervers aus, wenn wir da reinkriechen, aber ist egal. Ich sag schon wieder, ist mir egal, obwohl es mir eigentlich voll nicht egal ist, aber ist ja egal. Rap, 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 hüpfen, springen, weitergehen und da unten ist noch was. Das habe ich jetzt fast übersehen. Naja, ist nur ein Kristall. Ich weiß aber nicht, für was man in diesem Spiel überhaupt die Rolle machen kann, weil irgendwie hat die mir noch nie was gebracht, vielleicht um Gegner auszuweichen, aber keine Ahnung. So, ich will diesen Kristall noch haben. Was war das? Dann halt nochmal, ich stelle mich schon wieder so Super Mario World mäßig an, tut mir leid. Okay, und jetzt geht's endlich weiter. Oh mein Gott, wie viele Minuten. Ich habe jetzt in diesem Raum 2 Minuten schon wieder verschissen. Nur weil ich so oft runterfall. Und in diesem Spiel merkt man, wie wichtig es ist, dass sich die meisten Videospielfiguren an Klippen festhalten können. Weil bei Banjo-Kazooie geht das ja noch nicht. Das geht erst in Banjo-Tooie. Weil, erfahre ich jetzt nur gerade so, weil das Suishimaru gerade spielt. Aber ist egal. Ja, komm. So, toll. Und da vorne. Nein, da vorne ist nicht so ein Vieh, oder? Oder doch? Nein, da ist nur so ein roter Kristall. Ja, ich weiß schon, was ich mache. Wie ich den Helikopter aktiviere. Geh weg da unten, du blöde Beschreibung, du nervst so. Yes, okay. Warum lachst du, Raymond? Ich verstehe es nicht. So schwer war das auch nicht. Okay, dann gehen wir mal weiter. Jetzt reicht. Kannst du dir ein bisschen weniger Lärm machen? Verschwinde, Fee. Zelda braucht dich. Zelda braucht dich. Okay. Gut, jetzt können wir mit dieser Dose die ganzen Kristalle da... Okay, werde ich machen. Und da könnt ihr, der André ist immer woanders, also der ist in keinem bestimmten Loch oder so, soweit ich weiß. Komm, alles weg, wir machen es so. Okay, ich würde sagen, wir gehen zuerst da lang. Finde André und vernichte ihn!
jetzt schon vernichten, das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Also wenn... Wenn André nicht irgendwo drin ist, dann kommt eine Fee raus und man bekommt 30 Punkte. Also wäre es so gut, so viele Feen wie möglich zu befreien, aber ihr könnt das gar nicht steuern oder so, weil André ist wirklich immer woanders. Zum Beispiel diesmal war er hier. Lass ihn nicht entfliehen! Sind Sie jetzt Schwester Gundula? Ach komm, jetzt heul dich nicht an, okay? Ich meine, ich bin ja da. Okay, aber André ist dem Herz der Welt ziemlich nahe. Ja, ich weiß nicht, ob wir das noch rechtzeitig schaffen. Ich meine, wenn er genug Energie hat, dann wimmelt es auf der Welt von Hoodlums. Weil bis jetzt hat er ja nur Hoodlums aus roten Looms gemacht. Aber wenn er dies selber machen kann... Oh mein Gott, warum das zerfällt er schon? Wenn ich du wäre, würde ich kündigen und heimlich für Spider-Man 2 arbeiten. Ja, den Film gibt's schon längst. Aber wie gesagt, das Spiel ist alt. Da unten ist da unten was, ja. Da ist so ein roter Dingsbums. So. Okay. Und wir gehen darauf. Oh mein Gott, alles bricht zusammen. Nein, warum denn? Und runtergefallen. Ja, Super Mario World Skills. So. Ich glaube, ich habe schon einen Geheimgang im letzten Level gesehen, weil ich da nur 60% der Punkte hatte. Aber mir jetzt egal. Die richtig vielen Punkte gibt es dann im letzten Level. Okay, wir sind jetzt hier. Okay, ein Gegner ist zerquetscht worden. Ist er jetzt tot? Nein, kommt wieder. Diese Gegner kommen übrigens nur im ersten Level vor. Und ich habe keine Ahnung, was das eigentlich genau darstellen soll. So, da hinten gibt es noch einen Raum, wo ein bisschen was drin ist. Danke. So, da können wir auch noch rauf da vorne. Ja, im Gegensatz zu Wario Land will ich hier so viel wie möglich einsammeln. Weil bei Wario Land, da gibt es nun wieder viel zu viel. Hier ist es ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Aber ist ja egal. In dem Spiel geht es ja wirklich hauptsächlich. Ist da hinten eigentlich irgendwas? Nein! Shit! Das meine ich, wenn man sich zu schnell annähert, dann verschwindet es und man hat 250 Punkte verschenkt. Ja. Toll, ne? Ja. Okay. Und rüber. Und da bricht jetzt wieder alles Mögliche runter. Oh mein Gott. Ja, Rain, kannst du mal weiterklettern? Sag mal, spinne ich oder was? Warum kommst du da nicht weiter, Raymond? So, okay. Jetzt aber. Geht doch, Mensch. Hey, da vorne ist Globox. Raymond, bin schon da. Toll gemacht, toll gemacht. Oh mein Gott, André. Oh mein Gott. Was ist gerade passiert? Hat Globox ihn jetzt aufgehalten oder... ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins nächste Level. 54%, das gibt's doch nicht. Wo habe ich denn jetzt schon wieder was verpasst? Oh mein Gott, das kann doch nicht sein. André, hey, wo ist André? Los, lasst uns. Okay, ich würde sagen, wir machen hier Pause und sehen das nächste Mal nach, was mit André passiert ist. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.